Herzlich willkommen zum ersten Bundesligaspiel unserer Arminia. Nun geht's ja Gott sei Dank wieder los. Und das erste Spiel natürlich gleich wieder ein dicker Kracher in Frankfurt. Und das wird nicht einfach für uns. Naja, wir werden mal sehen, was daraus wird. Erstmal herzlich willkommen und dann wollen wir mal weiterschauen. Erst einmal wollen wir unsere Arminia zu diesem 1-1 im ersten Spiel in der ersten Bundesliga als Neuling, wir wollen gratulieren, denn das war eine tolle Leistung, die sie hingekriegt haben. Aber ganz ohne Kritik läuft nun nichts. Wir müssen ja ehrlich sein, bis zur Halbzeit hätten sie schon 2-3-0 hinten liegen können. Denn die Frankfurter, die waren wahnsinnig stark. Also das muss man so sagen. Und Arminia hat Glück gehabt. Wir haben 3 Chancen gehabt. Von 3 Chancen haben wir eine genutzt. Das ist effektiv. Das war super. Und sie haben es auch gut hingekriegt, dass es bis zum Spielende beim 1-1 geblieben ist. Also das war schon eine tolle, stramme Leistung. Wir wollen hoffen, dass es gegen Köln weiter so geht. Also wenn sie zu Hause jetzt endlich mal wieder richtig gewinnen würden, was ja nun in der zweiten Liga, das wäre jetzt was. Gegen Köln müsste wenigstens auch ein Unentschieden drin sein. Aber wir wollen hoffen, dass es ein Sieg wird. Und alle, die eine Karte ergattern konnten, für die ist das ein wunderbares Erlebnis, nach so langer Zeit endlich wieder mal Fußball spielen zu sehen. Und zwar original. Das wünsche ich allen und ich wünsche auch allen, die eine Karte gekriegt haben und auch uns einen Sieg.
allen Glücklichen, die eine Karte ergattern konnten für das Spiel gegen Köln. Den wünsche ich viel, viel, viel Vergnügen und hoffentlich einen Sieg für uns alle. Bis Samstag.